Wir haben ewig lange drauf gewartet. Jetzt scheint es endlich soweit zu sein, Leute. Gestern am 20.10. wurde die Steam-Page von Security Breach geupdatet. Wir haben viele neue Bilder bekommen und einige denken sich jetzt vielleicht, ja, die updaten halt ein bisschen die Screenshots und so, nichts Besonderes. Es sind Sachen dazugekommen, die wir so überhaupt nicht im Spiel haben. Und außerdem wurde auch an den Game-Files der Dev-Version was verändert, was ich euch heute alles noch in diesem Video zeigen werde. All das deutet darauf hin, dass wir ein größeres Update demnächst bekommen werden. Das heißt nicht, dass jetzt schon vorzeitig die Erweiterung rauskommt. Davon gehe ich nicht aus, aber ich denke, am Game wird sich einiges verändern. Aber schauen wir uns erstmal die Screenshots an, die sich verändert haben, und dann sage ich euch dazu, was da dran so besonders ist, ne? Ja, wir können noch einen Daumen aufs Video geben, bevor wir, ne? Mach einfach. Und wir fangen direkt mit dem krassesten Bild an, was sich verändert hat an Security Breach an der Steam-Seite, und das ist das Banner für das Game. Das hat sich in allen Stores geupdatet, Steam, PlayStation, überall, wo man das Game kriegen kann. Stadia gibt's ja bald nicht mehr. Aber da bestimmt auch. Und was wir hier sehen, Leute, sind die Withered-Versionen von den Glamrock-Animatronics. Und das Erste, was einem hier auffällt, ist, dass auch Freddy mit dabei ist. Die Withered-Version von Freddy, die wir so überhaupt nie im Game hatten. Einzig in dieser Comic-Cutscene beim Ending, wo wir Venny quasi zerlegen mit den Bots sozusagen, wo wir die Kontrolle übernehmen in Phaser Blast, da wird Freddy ja auch von den Staff-Bots so zerlegt, sage ich mal. Und da sieht er am Ende recht ähnlich aus. Aber das ist nur in diesem Comic-Strip-Ending. Aber im Game, als Charaktermodell, sehen wir ihn nie in seiner Withered-Version. Hier ist er jetzt aber im Banner drin, was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass sich hier noch irgendwas am Spiel ändern wird. Und da all diese Änderungen jetzt vor Halloween passieren, gehen natürlich einige jetzt bereits davon aus, dass es ein Halloween-Update geben wird, wo sich am Game was verändert, hauptsächlich am Look vom Game, wie wir gleich in den anderen Screenshots noch sehen werden, denn die normalen Gameplay-Screenshots wurden alle verändert und die Grafik, das Licht, alles sieht anders aus, als wir es eigentlich aus Security Breach kennen. Also wird es wahrscheinlich so ein generelles Überarbeiten vom Spiel. Aber dadurch, dass wir das Modell von Glamrock Freddy auch haben, ändern sich vielleicht auch andere Sachen als nur der Look. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwelche neuen zusätzlichen Level oder einen neuen Modus. Ihr erinnert euch ja vielleicht an diese ganzen Extras-Menüs und so, die wir teilweise mal installiert hatten, womit wir einen Gameplay-Modus triggern konnten, der es nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Da hatten wir auch so einen Überlebensmodus, Survival und Pipapo. Das sind alles Sachen, die wir vielleicht in diesem Update dann in der fertigen Version bekommen können. Allerdings ist die Frage, ist die Withered-Version von Glamrock Freddy auch freundlich und auf unserer Seite? Oder ist er richtig böse und sauer? Ich meine, die Zähne sehen echt gefährlich aus, Mann. Auf jeden Fall hat er schon die Klauen von Monty und definitiv die Augen von Roxy, wie wir hier sehen. Denn Roxy hat keine Augen und Monty hat aber seine Klauen. Wie ich allerdings aus dem Video von FUNAF erfahren habe, ich weiß nicht, ob man seinen Namen wirklich so ausspricht. Der hat jedenfalls auch ein Video über das Thema gemacht. Und scheinbar hat Monty, mir ist es nie aufgefallen, aber scheinbar hat Monty in seiner Withered-Version im Game auch immer seine Klauen. Also keine Ahnung, wir klauen ihm die Klauen, aber er hat trotzdem seine Klauen. Das war oft das Wort Klauen. Der einzige Hinweis, den wir auf dem Banner darauf haben, dass Freddy trotzdem auf unserer Seite ist, ist, dass alle Animatronics rot leuchtende Augen haben. Nur die von Freddy leuchten gelb, so wie sie auch immer in Security Breach geleuchtet haben. Also vielleicht ist auch die Withered-Version noch auf unserer Seite oder vielleicht passiv, denn seine Brust ist ja komplett zerstört, also können wir wahrscheinlich nicht mehr in ihn rein und ihn nutzen. Aber vielleicht ist er mehr so passiv unterwegs, keine Ahnung. Werden wir sehen, wenn es soweit ist. Das zweite Bild, was jetzt hinzugefügt wurde, was komplett neu ist, weil was wir gleich alles noch sehen, sind trotzdem Screenshots aus dem Game, nur halt sehen die ganz anders aus. Aber das hier ist auch ein komplett neues Bild. Irgendwie Venny und drei Animatronic Hände und Arme, die irgendwie so, ja, sich nach ihr ausstrecken, so mäßig. Also wollten sie Venny erreichen. Man kann jetzt nicht sagen, von welcher Animatronic die sind. Sind einfach nur Endoskelett-Hände sozusagen. Auf jeden Fall sind es nicht die Staffbots. Also schwierig, dieses Bild genau zu deuten, aber auf jeden Fall auch ein komplett neues Bild. Hat auf jeden Fall irgendwas zu bedeuten, denn, sind wir mal ganz ehrlich, die fügen nicht komplett neue Bilder mit neuen Modellen auf die Steam-Seite hinzu, aus Jux und Dollerei.
ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch irgendwas dahinter steckt. Denn pünktlich dazu, dass diese ganzen Screenshots auf der Page aktualisiert wurden, wurde auch, wie ihr hier sehen könnt, wir haben eine Changelist, die kann man bei Steam selber einsehen, wurde die komplette Dev-Version auch am 20. Oktober Stück für Stück, jede verschiedene Rubrik wurde hier auch geupdatet. Hier haben wir noch mehr Rubriken, die auch verändert wurden. Die Dev-Version wurde also schon mal geupdatet, Leute. Auf die haben wir keinen Zugriff, aber sind wir mal, also wirklich, Butter bei die Fische, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich Geld draufsetzen würde, würde ich es machen. Wir werden dieses Jahr noch ein Halloween, nennen wir es Overhaul, von Security Breach kriegen. Vielleicht wird der ein oder andere Modus, den wir eigentlich im fertigen Game haben sollten, auch mit da reingepackt. Es wird garantiert nicht das DLC sein. Das kriegen wir safe erst nächstes Jahr. Das ist garantiert noch nicht fertig. Aber vielleicht kriegen wir jetzt einige Funktionen, die wir bis jetzt noch nicht im Spiel hatten. Und mit dazu gehört vielleicht auch das Raytracing. Denn ihr wisst ja, Raytracing funktioniert nicht so richtig. Man kann es zwar anmachen, aber würde ich jetzt nicht wirklich Raytracing nennen, was wir in Security Breach aktuell haben. Und die Performance lässt auch zu wünschen übrig. Und in Bezug darauf haben wir hier die ganzen alten Screenshots, die wir auf der Steam-Page haben. Diese Screenshots haben wir schon zu Haufe analysiert, Leute, damals, als die Steam-Page das erste Mal online gegangen ist, als wir auf das Release gewartet haben, als wir damals schon immer über die Updates gegangen sind, die wir langsam bekommen haben. Da haben wir uns diese ganzen Bilder bereits angeguckt und das sind die ganzen Bilder, die wir normalerweise von der Steam-Page kennen und das hier sind jetzt die ganzen neuen Bilder. Und das Erste, was einem hier ins Auge springt, meiner Meinung nach, ist, wir werden die uns gleich noch alle in Fullscreen angucken, keine Sorge, was einem hier als allererstes ins Auge springt, ist auf jeden Fall, dass die einfach unglaublich gut aussehen. Die Texturen, die Belichtung, alles sieht einfach viel besser aus als das. Hier haben wir die Bilder jetzt auch nochmal in größer, diesmal direkt im Steam Store. Und alleine hier bei dem Bild von Sun sieht man schon bessere Belichtung, das Charaktermodell sieht besser aus. Hier im Untergrund bei den Endoskeletten, das ganze Licht, das Game wirkt ganz anders, ja. Das Spiel wurde ja viel dafür kritisiert, dass es extrem farbenfroh war und gar nicht düster genug für FNAF, ne. Ich meine, wir sind ja auch in dem neuen Pizzaplex, ne. Alles ist neu und shiny, kann man schon irgendwo nachvollziehen. Aber mir gefällt dieser Look viel düsterer auch hier. Deutlich besser. Von der ganzen Belichtung her ist ja im Grunde genommen, ne, die Umgebung bleibt ja die gleiche, nur das Licht ist anders und das macht schon so viel aus. Aber das Spiel sieht einfach besser aus. Es sieht auf diesen Screenshots einfach besser aus, als aus den alten Screenshots, die wir hatten. Ich meine auch das Bild hier mit dem Feuer, als wir gegen Roxy kämpfen. Ultra cool, wie das Game jetzt wirkt. Ich bin wirklich, das sieht auch mega nice aus, oder? Wie Freddy hier repariert wird, wir sehen es von außen. Ich bin echt gespannt, ob wir hier wirklich einen Halloween-Update kriegen. Fakt ist auf jeden Fall, anhand dieser Infos, wir kriegen safe nochmal ein Update. Das kann man, denke ich mal, abschließend auf jeden Fall sagen. Ob es zu Halloween kommt, wissen wir nicht. Wenn es zu Halloween kommt, wäre das natürlich sehr, sehr cool, denn ich werde an Halloween am 29., am 30. und am 31. Oktober werden wir streamen. Wir werden viele Horror-Games zocken, wo auch teilweise Updates zu Resident Evil rauskommen, pünktlich zu Halloween. Das werden wir alles im Stream spielen. Und vielleicht kriegen wir auch ein Update zu Security Breach, was wir uns dann auch im Stream komplett reinziehen können. Deswegen schaltet auf jeden Fall in den Halloween-Stream ein, Leute. Ich bin echt gespannt. Lasst gern eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr von den Screenshots haltet und von den Infos, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und was es vielleicht bedeutet, dass wir dieses Withered-Modell von Glamrock Freddy gesehen haben. Ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat, ob der in dieser Withered-Version auch ins Game kommt und wenn ja, wie? Also, wie sehen wir ihn dann? Kriegen wir einen neuen Modus? Kriegen wir, ich weiß es nicht, was kriegen wir neu, wo die Withered-Version von Glamrock Freddy drin ist? Ich bin gespannt. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da, Leute, und ich hoffe echt, dass es so cool wird, wie es sich anhört. Wir sehen uns gerne im nächsten Video oder im nächsten Stream, Leute. Macht's gut und bis dahin.